Ja, die Flieger kommen nach Gran Canaria. Lufthansa meldet viele Flüge. Das Wetter ist toll und heute jährt sich die erste Mal die Corona, die Ausgangssperre. Heute vor einem Jahr war der erste Tag Ausgangssperre. Alles das hört ihr gleich. Und jetzt Gran Canaria aktuell. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr abonniert habt, ist das schön. Wenn nicht, tut das mal gerade. Würde ich mich drüber freuen. So, die Themen heute. Ja, das Wetter ist herrlich. War ja gestern nicht so. Ihr habt es ja beim letzten Video gesehen. Es war sehr, sehr windig. Also das war schon heftig. Ich glaube, tontechnisch ist der Augenblick da, wo ich mich fürs Video von gestern entschuldigen muss. Definitiv aber keine andere Chance, keine andere Möglichkeit. So, kommen wir zu den Themen. Was ist denn alles passiert? Also, ich habe es ja schon gesagt, die Lufthansa meldet also an, dass sie also viele Flüge jetzt eben auf die Kanaren, auch ganz viel nach Gran Canaria und Teneriffa schicken. Und heute, vor einem Jahr, da jährt sich die Ausgangssperre. Der erste Tag Ausgangssperre war der 15. März 2020. Das ist jetzt verdammt nochmal ein ganzes Jahr her. Ich möchte darüber reden und es kommt noch einiges dazu, aber jetzt kriegt ihr erstmal ein bisschen Wetter. Viel Spaß! So ihr Lieben, Montagmorgen, der 15. März, 9:30 morgens und ja, das Wetter ist schön. Ich sehe zumindest hier, doch, da hinten, guck mal, wenn man genau hinguckt, ich hoffe die Kamera gibt das her. Ja, da sehe ich ein Wölkchen, aber ansonsten alles ruht. Wenn ich überlege, ich habe das Video von gestern ja erst heute hochladen können, wenn ich überlege, wie ruhig die Palmen jetzt sind, ja, die hatten ja auch einen strapaziösen Tag gestern hinter sich. Und ja, also hier ist das Wetter schön. Wir reden von mittlerweile 22 Grad und ja, windstill, so gut wie windstill. Ich hoffe, alles wird heute so bleiben. Ein schöner Tag wird es heute sein. Und dann natürlich auch von der vorderen Seite vom Studio 2. Ihr kennt das ja. Ist ein bisschen Bewegung hier unten. Ja. Die Poolanlage, ihr seht, das Wasser ist immer noch drin, alles ist schön. Übrigens, reinweg, einfach nochmal ganz klar ausgesprochen, im Hotel Rey Carlos sind keine Migranten mehr da, kein einziger mehr. Es sind lediglich die Menschen da, die auch ihr Eigentum hier haben und dann eben hier teilweise jetzt momentan da sind. Es sieht so aus, dass, also das wiederhole ich gerne nochmal, für Touristen geöffnet wird ab dem 1. Mai. Ich habe eben auch gehört in den Nachrichten, dass also auch die Flüge nach Gran Canaria über die Lufthansa nach Frankfurt aus, von München aus, hier hinkommen regelmäßig, dass aufgestockt wurde, weil ein Bedarf da ist. Und ja, wollen wir hoffen, vielleicht passiert schon was im April. Hier ist das natürlich, da ist die kanarische Sonne. Und jetzt geht es weiter mit den Themen. Ja, ihr Lieben, wer hätte das gedacht? Ne? Also Wetter ist schön, das hätte jetzt wohl jeder gedacht, Gran Canaria. Aber wer hätte gedacht, dass das wirklich sich einmal jährt? Also wirklich, dass wir jetzt ein Jahr wirklich mit Corona beschäftigt sind. Heute vor exakt einem Jahr, ja, da war eben die Situation, da war der erste Tag Ausgangssperre. Wir haben noch gelächelt hier, wir haben noch gesagt, ach, in 14 Tagen, dann ist alles wieder schön und dann läuft es einfach weiter. Nein, stattdessen gab es die größte Rückholaktion der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist auch im Vorfeld gesagt worden, oder im Nachgang besser gesagt worden, dass es so eine Rückholaktion nicht mehr geben wird. Und viele von euch waren mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt noch hier auf der Insel. Und wisst ihr was? Weil es der Jahrestag ist, ich würde mich freuen, wenn ihr da drunter mal schreiben würdet, wie ist es euch ergangen? Wie war es denn bei euch im Apartment, im Hotel, wo ihr eben nicht mehr raus durftet und dann eben das Auswärtige Amt unterwegs war, euch zusammengesammelt hat und. Erzählt mal drüber. Ich würde mich sehr drüber freuen. Schreibt einfach mal hier unten drunter, wie ihr eben halt den 15. oder die Zeit ab dem 15. März 2020 hier auf Gran Canaria erlebt habt.
Also ich werde da die nächsten Tage auch noch einiges drüber berichten. Am 24. März 2021 jährt sich der Kanal hier, und zwar RPV Gran Canaria. Dann ist das Ding ein Jahr alt. Und da waren meine ersten Videos. Ich werde dann anfangen, sie euch auch zu zeigen und in Erinnerung zu rufen, was denn dann wirklich hier los war. Also es war zum Schluss wirklich Militärfahrzeuge auf der Straße. Es war unglaublich. Da ist mein Corona-Song entstanden. Verdammt Corona. Den könnt ihr auch, den findet ihr hier bei RPV. Wenn ihr noch nicht gehört habt, hört ihn mal einfach rein. Ja, das war ich, der es gesungen hat und auch getextet habe. Und ja, es ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit. Und überlegt mal, eines der schönsten Sachen, die mir wirklich über Jahre richtig Spaß gemacht haben, waren jeden Sonntag bei mir in der Bar eben eine Karaoke-Veranstaltung. Die ist jetzt auch ein Jahr lang nicht mehr passiert. Und es ist auch noch momentan nicht abzusehen, wann sie wieder passieren wird. Also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Heute vor einem Jahr ging alles los. Und zwar vorgezogen. Genau genommen sollte eigentlich, hieß es offiziell, am Montag, dem 16. März, beginnt die Ausgangssperre. Und am Samstag, dem 14. März 2020, da stand auf einmal überall die Polizei und hat gesagt, nein, Sonntag ist auch schon Schluss. Bereitet eure Läden vor. Ihr dürft ab morgen, sprich Sonntag, einen Tag früher, eben halt nicht mehr öffnen. Und dieser Sonntag war der 15. März 2020. Muss man mal sagen, sollen wir mal eine Gedenkminute einrichten? Nein, Spaß beiseite. Ich will hoffen, dass es einfach besser wird. Ich bin gespannt, was jetzt passiert in den kommenden zwei Monaten. Die Anfrage auf die Kanaren ist wohl scheinbar sehr groß. Die Lufthansa hat also ihre Flüge erhöht, ihre Kapazitäten. Von den anderen Fluggesellschaften weiß ich jetzt noch nicht. Und ab Frankfurt und ab München fliegt die Lufthansa jetzt sehr, sehr regelmäßig hier auf die Kanaren. Und es ist ein Mehrspruch, also ein Zuwachs von 20%, so heißt es offiziell, von Leuten wie euch, die gerne hier hinkommen möchten. Und ich bin mal gespannt, was auch immer dieses 20% bedeutet. Wir werden es erleben. Ich werde darüber berichten. So, kommen wir zu einem schönen Video. Und zwar habe ich das schon zwei Tage. Der Horst, ihr kennt ihn noch, ne? Der hatte ursprünglich mal die Kneipe Klein Nippes. Fühlt sich jetzt als Pensionär sehr wohl, wie er es mir selber gesagt hat. Ein bisschen ist ja auch Druck bei ihm dann weg, zwangsläufig. Aber er saust immer noch auf seiner Lieblingsinsel rum und auch mit Freunden. Und hin und wieder kriege ich ein Video von ihm und das freut mich. Und dieses Video seht ihr jetzt, denn er war in Puerto Rico. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr mal, wie nötig es ist, dass ihr wirklich kommt. Vorbereitet sind wir ja irgendwie alle, aber ihr müsst halt einfach auch kommen. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann passiert. Aber damit ihr auch ein bisschen Lust dazu habt, hier ein paar bewegte Bilder von unserem Horst. Und zwar aus Puerto Rico. Bitteschön. So, hallo Freunde, einen Abend in Puerto Rico doch mal wieder schön. Ja, ist schon erschreckend, oder? Ist wirklich erschreckend. So viele Tische, so wenig Menschen. Es war Frühabend und es ist erschreckend, kann man nicht anders sagen. Es ist genug Platz für euch da, um es mal so zu sagen. Ja, zudem hat sich auch für heute, seit heute 0 Uhr, etwas verändert. Wir sind nach wie vor, ich rede von Gran Canaria, in der Phase 2. Allerdings mit Änderungen. Das hat einen Hintergrund. In dieser Woche am 19. ist der Vatertag, der spanische Vatertag. Und damit da nichts anbrennt und auch in der Osterwoche haben wir folgende neue Auflagen bekommen. Das heißt,
Wir müssen wieder um 22 Uhr schließen. Richtig gesagt, 22 Uhr ist die Ausgangssperre. Wir müssen vorher natürlich schon eben schließen. Und und wir dürfen nur noch 4 Personen an einem Tisch haben im Außenbereich. Der Innenbereich ist uns geblieben. Das ist für Restaurants sehr, sehr wichtig. Für gastronomische Betriebe, Kneipen ist es in der Regel so, dass gar nicht viel Platz im Innenbereich ist. Und das wäre zum Beispiel in meinem Fall, es dürften also an der Theke maximal 4 Personen, also 2 Zweiergruppen eben sitzen. Und Gott sei Dank ist das Wetter ja so, die wenigsten möchten ja aktuell drinnen sein, die meisten möchten ja draußen sitzen. Aber wie gesagt, es sind nur noch 4er-Tische erlaubt, die Abstände und sowas, alles dasselbe geblieben. Und das wird wohl erstmal für 14 Tage so sein. Ja, die aktuellen Zahlen. Wir sind jenseits der 60 in Gesamtkanaren auf Gran Canaria und Stand der Dinge gestern hier bei uns in unserer Gemeinde San Bartolomé de Tirajana bei 7,4 Menschen auf 100.000 und hört sich eigentlich alles erstmal grundsätzlich gut an, aber es sind halt einige Bereiche auf den Kanaren, die also eben noch, ja, nicht das erfüllen, damit wir das hinbekommen, was natürlich unser beider, also euer und unser Wunsch ist, unter der 50 zu sein, damit eben halt für euch auch der beim Rückflug die Quarantäne wegfällt. Dass also eben, oder anders gesagt, das RKI und somit dann auch die Bundesrepublik Deutschland, das Auswärtige Amt, eben die Kanaren, respektive Gran Canaria, eben nicht mehr als Risikogebiet ansieht. Wir wollen darauf hoffen, wir tun alles und wir wollen auf alle Fälle hoffen, dass über Ostern es nicht wieder schlimmer wird. Weil diese Maßnahme, warum ist die passiert? Weil sie sich genau genommen bewährt hat. Also jetzt eben über die Feiertage, 22 Uhr Schluss und eben 4 Personen am Tisch. Das hat sich über Weihnachten eigentlich wirklich als gut herausgestellt. Silvester und auch Karneval, es hat sich bewährt, definitiv. So, ich möchte euch gerne noch ein Video zeigen, das habe ich in einem anderen Video schon drin, aber ich fand das schon irre, achtet mal darauf, das Rote Kreuz ist mir durch die Dünen und zwar wirklich vor meiner Nase dran vorbeigesaust, als wenn sie wirklich von der Hummel gestochen waren. Ich habe echt an einer Stelle sogar gedacht, die kullern gleich den Berg, die Düne runter. Entweder war es eine Übung oder es war ein Notfall, aber das möchte ich euch gerne oder das möchte ich euch nicht vorenthalten. So, das zeige ich euch jetzt noch ganz schnell. Das Rote Kreuz ist unterwegs. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Wir werden es sehen. Aber sie sind kräftig unterwegs, weil sie wohl scheinbar, man weiß es nicht, ihr seht, sie sind ganz schön unterwegs. Also entweder machen sie eine Übungsfahrt gerade oder es ist irgendwas passiert. Aber gar nicht so einfach mit dem Wind. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt irgendetwas. Ich will mal weiterlaufen.